möchte Sie auch herzlich begrüßen. Das Thema des heutigen Abends ist infiziert und es geht um Infektionen des menschlichen Körpers. Und mit den Infektionen des Menschen ist es ein bisschen wie mit den billigen Spaghetti-Western. Es gibt die Guten und es gibt die Bösen. Und wir haben einiges gehört über die Bösen jetzt und wie man sie bekämpft. Und in Spaghetti-Western, das wissen Sie alle auch, man muss die Bösen bekämpfen, die Guten unterstützen. Wir haben überhaupt noch nichts über die Guten gehört. Und ich möchte Ihnen über die Guten etwas erzählen. Der menschliche Körper ist nämlich besiedelt von einer Vielzahl von Mikroorganismen. Und diese Mikroorganismen, die kennen uns Menschen sehr gut. Nicht erst seit 100 Jahren, seit der letzten Eiszeit. Nein, sie kennen uns seit es uns Menschen gibt, und zwar seit etwa 1 Million Jahren. Und diese Mikroorganismen, die haben dann mit unserem Körper eine Art Partnerschaft gegründet in dieser langen Zeit. Eine Partnerschaft, von der beide Seiten sehr gut leben und profitieren. Eine Symbiose, kann man sagen. Und diese Symbiose ist heute ein bisschen in Gefahr geraten. Es gibt neue Evidenzen aus der Wissenschaft, dass diese Partnerschaft etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und interessanterweise sind es gerade diese Wundermedikamente der modernen Medizin, die Antibiotika, von denen haben wir gehört, die dieses Gleichgewicht aus der Balance zu drehen drohen. Und was wissen wir über das Mikrobiom? Wir wissen, dass der Mensch ein richtig gehender Superorganismus ist, bei Geburt keimfrei, also wir kommen ohne Mikroorganismen auf die Welt, aber dann bereits während der Geburt und unmittelbar nach der Geburt werden wir so quasi beimpft. Wir erwerben also unsere Mikrobiota. Im ersten Jahr, also in den ersten paar Monaten, ist diese Zusammensetzung von diesen Bakterien noch ein bisschen chaotisch, aber dann wird sie stabil und bleibt dann bis fast ans Ende unseres Lebensalters relativ stabil. Über diese Zeit akkumulieren wir in unserem Körper 100 Billionen Mikroorganismen. Das ist eine Zahl mit 14 Nullen, das müssen Sie sich mal vorstellen. Das sind 10-mal mehr Zellen als menschliche Zellen, macht etwa 1-3% unseres Gewichtes aus. Und das ist auch erstaunlich, alle diese Mikroorganismen haben eine genetische Vielfalt, die unsere eigene genetische Information um das 100-fache übersteigt. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Bild, ich habe das aus dem Time Magazine kopiert vor einiger Zeit. Da sehen Sie diese Giganten in uns, die Mikroorganismen mit über 3 Millionen Genen und der Mensch hier mit gerade mal knapp 30.000 Genen. Also ist klar, wer hier der Gigant und wer der Zwerg ist. Diese wahnsinnsgenetische Information erlaubt es den Bakterien, eine ähnliche metabolische Leistung zu vollbringen in unserem Körper wie unser metabolisches Organ par excellence, unsere Leber. Und man schätzt, dass in unserem Blut etwa gleich viele Metaboliten, Stoffwechselprodukte zirkulieren, die von Bakterien gemacht worden sind, wie menschliche Stoffwechselprodukte. Zwei Begriffe, Sie haben es schon gehört, möchte ich, dass Sie behalten für meinen Vortrag. Mikrobiota, wenn ich von Mikrobiota spreche, dann spreche ich von der Gesamtheit von allen Mikroorganismen in und auf unserem Körper. Wenn ich vom Mikrobiom spreche, dann spreche ich von der gesamten genetischen Information von all diesen Mikroorganismen in und auf unserem Körper. Jetzt, was weiß man über das Mikrobiom? Das meiste, was wir wissen, wissen wir aus einem 5-Jahres-Forschungsprogramm, das gesponsert worden ist von der Gesundheitsorganisation der USA, National Institute of Health, der Human Microbiome Project. Und in diesem Projekt, 5-Jahres-Projekt, sind 300 Personen untersucht worden. Und zwar sind diese Personen untersucht an genau definierten 15 Körperstellen, hat man denen Bakterien entnommen und hat diese Bakterien, die genetische Information von diesen Bakterien, in Milliarden von Sequenzierreaktionen, nennt man das, man hat also die DNA von diesen Bakterien entschlüsselt, hat man das entschlüsselt. Die Ziele waren klar, man wollte irgendwie einen Atlas erstellen von diesem Mikrobiom und man wollte die Basis schaffen für ein funktionales Verständnis der Mikrobiota. Das heißt, ganz simpel, man wollte wissen, wer ist da überhaupt? Und was machen die in unserem Körper? Das war überhaupt nicht klar. Ich kann Ihnen auch sagen, dass, was ich Ihnen heute erzähle, ist alles ganz frisch von der Presse. Das Gebiet ist weniger als 10 Jahre alt. Man hat also noch, wenn Sie 10, 15 Jahre zurückgehen, hat man über das Mikrobiom praktisch gar nichts gewusst. Also es ist wirklich Neuland, das wir hier betreten. Und ganz wichtig, eines der Ziele war natürlich auch, ein Verständnis zu schaffen für die Bedeutung dieser Mikroorganismen für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden. Weil es gab schon einige Hinweise darauf, dass wenn sich diese Mikrobiota verändert, dass das für uns nicht sehr gut ist, für unsere Gesundheit. Ich habe versucht, auf dieser Folie die Hauptresultate der Studie, dieses Microbiome Projects,
zusammenzufassen. Was man gefunden hat, ist Tausende von neuen Bakterien, die man vorher nicht gekannt hat. Das heißt, man findet die nirgendwo in der Umwelt oder irgendwo anders. Das heißt, man hat angenommen, dass diese Bakterien, all diese neuen Bakterien, wahrscheinlich hochspezialisiert sind für das Leben im und auf dem Menschen. Dann hat man gefunden, dass die Zusammensetzung bei Mensch und Tier völlig anders ist. Also bei den nächsten Verwandten vom Mensch, den Menschenaffen, Bonobos, Gorillas, Orangutans, ist die Zusammensetzung vom Mikrobiom völlig anders als beim Mensch. Das heißt, die Mikrobiota ist menschspezifisch. Und dann ist es auch etwas ganz Erstaunliches, die Mikrobiota ist sehr persönlich. Das heißt, wir alle hier in diesem Saal besitzen einen Cocktail von etwa 1000 verschiedenen Spezies, Arten von Bakterien, aber die Mischung vom Cocktail, die ist sehr personenspezifisch. Das heißt, jeder hat eine andere Mischung und das ist ein bisschen ähnlich wie ein Fingerabdruck, der uns auszeichnet als Person. Und das Letzte ist, dieses Mikrobiom ist sehr stabil über weite Bereiche des Lebens. Das heißt, wir erwerben diese Mikrobioten im ersten Lebensjahr. Und dann aber gibt es ganz wenige Schwankungen. Das Ganze ist wirklich sehr stabil. Und das ist erstaunlich und das suggeriert auch, dass es zwischen Mikroorganismen und dem Mensch eine aktive Kommunikation gibt. Irgendwas, das beiden Seiten sagt, wir bleiben so, weil wir haben uns so gut etabliert. Allerdings, Verschiebungen, das ist ganz wichtig für den heutigen Vortrag, Verschiebungen im Mikrobiom sind möglich. Es kommt dann zu Krankheiten oder kann zu Krankheiten kommen und man nennt diese Verschiebungen Dysbiosen. Und ich werde auf diese Dysbiosen noch zurückkommen. Jetzt, wo sind diese Mikroorganismen überhaupt? Die weitaus meisten sehen, jeder von uns trägt eben diese 1 bis 2 Kilo von Bakterien mit sich rum und die meisten von denen sind in unserem Darm, in unserem Verdauungstrakt. Und wenn man von oben nach unten durch den Verdauungstrakt durchgeht, also hier ist der Magen, der Dünndarm, der Dickdarm, dann sieht man, dass die Anzahl von Bakterien zunimmt, von oben nach unten, und man sieht, dass die Komplexität irgendwie zunimmt von diesen Bakterien. Im Magen haben wir etwa 1000 Bakterien pro Gramm Mageninhalt. Das ist sehr wenig, das sind fast keine. Aber da unten im Dickdarm haben wir hunderte von Milliarden von Bakterien pro Gramm Darminhalt. Und 50% des Gewichtes der festen Biomasse, die jeder Mensch ausscheidet, sind Bakterien. Und ich habe das hier in diesem wunderschönen elektronenmikroskopischen Bild, das eingefärbt ist, gezeigt. Das ist ein elektronenmikroskopisches Bild einer Stuhlprobe von einem Menschen. Und Sie sehen, das ist ein richtiger Zoo von kleinen Lebewesen. Und die sind hier auch wunderschön eingefärbt. Sie sehen auch diese unverdauten Nahrungsfasern hier. Das sind die anderen 50%, die wir ausscheiden. Jetzt die große Frage ist, was machen diese Bakterien in unserem Darm? Was ist die Funktion von diesen Bakterien? Und es gibt 3 wichtige Funktionen, die ich kurz erwähnen möchte. Erstens mal helfen sie uns verdauen. Und zwar bauen sie für uns vor allem Pflanzenfasern ab, die wir selber nicht verdauen können. Und sie liefern uns ganz essentielle Bausteine, zum Beispiel Vitamine, die wir selber nicht herstellen können. Zweitens schützen sie uns vor Pathogenen. Und das hat damit zu tun, dass sie unglaublich gut angepasst sind. Ich habe vorher gesagt, sie sind seit wahrscheinlich Hunderttausenden von Jahren an den Menschen gewohnt. Das heißt, sie sind angepasst. Und Eindringlinge, die von außen kommen, Krankheitserreger, werden von diesen Mikroorganismen sehr gut zurückgedrängt. Das Wichtigste für die nächsten paar Slides ist, dass sie auch mithelfen, während der Entwicklung der Menschen bestimmte Gewebe zu stimulieren. Insbesondere helfen sie mit bei der Entwicklung des Immunsystems. Man weiß zum Beispiel von Mäusen, denen eine Mikrobiota fehlt, also das sind sogenannte keimfreie Mäuse, die kann man züchten ohne Mikroorganismen, ist nicht ganz simpel, aber man kann das machen. Man weiß, dass diese Mäuse ein nur sehr unvollständiges, defektes Immunsystem entwickeln. Und es ist deshalb auch nicht sehr erstaunlich, wenn man das sieht, dass man den Befund erhält, dass wenn das Mikrobiom sich ein bisschen verschiebt, sich verändert oder dann auch stark verändert, dass das in Krankheiten resultiert, Krankheiten des Menschen. Es gibt einen sehr starken Zusammenhang zwischen Dysbiose und einer ganzen Reihe von menschlichen Krankheiten, relativ neue Krankheiten, zum Beispiel chronische Darmentzündungen, Diabetes, Arthritis, Neurodermitis, Sie können das selber lesen. Zum Teil schwere Krankheiten, von denen man annimmt, dass sie irgendwas mit einem unterschiedlichen Mikrobiom, mit Verschiebungen in der Zusammensetzung von diesem Cocktail zu tun haben. Und die große Frage ist, wie kommt es zu diesen Dysbiosen? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst wissen, woher wir unser Mikrobiom überhaupt haben. Woher kommen all diese Mikroorganismen?
Und da ist die Wissenschaft relativ klar. Es gibt Familienstudien, die ganz klar zeigen, dass die Mikrobiota von Mitgliedern derselben Familie sehr viel ähnlicher aussehen als die von Fremdpersonen. Insbesondere weiß man, dass das Mikrobiom von der Mutter ganz ähnlich aussieht wie das Mikrobiom von ihren Kindern. Man weiß auch, dass mikrobielle Pioniergesellschaften im Darm von Neugeborenen, das heißt, das sind diejenigen, die zuerst da ankommen, während und nach der Geburt, dass sie sehr ähnlich aussehen wie die vaginale Flora und die Hautflora der Mutter. Das heißt, es liegt sehr, sehr nahe, dass während und nach der Geburt die Mutter das Kind mit dem Mikrobiom beimpft, so quasi. Also wichtige Vertreter der Mikrobiota, glauben wir, werden sehr früh von der Mutter und vielleicht vom familiären Umfeld erworben und bleiben danach stabil. Das ist die Idee. Und wir wissen heute, dass ein stabiles Mikrobiom im ersten Lebensjahr des Kindes entsteht. Und wir wissen auch, dass es ganz wichtig ist, dass dieses Einsammeln von Mikroorganismen im ersten Lebensjahr vollständig abläuft. Und die Frage ist, weshalb ist das so wichtig? Und das wiederum hat zu tun mit unserem Immunsystem, glaubt man. Sie kennen das vielleicht, das Immunsystem des Menschen ist ein komplexes System, bestehend aus einer ganzen Reihe von verschiedenen Zellen und Geweben. Und die Hauptaufgabe dieses Systems ist zu unterscheiden zwischen selbst und fremd. Das heißt, es muss unterscheiden können zwischen meinen Zellen und fremden Zellen. Es muss pathogene Eindringlinge erkennen können und bekämpfen können. Aber, und das ist das Erstaunliche, die eigenen Mikroorganismen, die während dem ersten Lebensjahr eingesammelt werden, die erkennt es als selbst und nicht als fremd. Das heißt, es muss eine Toleranz gegenüber diesen Mikroorganismen aufgebaut werden. Die Idee ist die folgende: Das Immunsystem entwickelt sich, also unser Immunsystem, nachdem wir geboren werden, das Immunsystem entwickelt sich in der ersten Lebensphase, also in den ersten paar Monaten, sozusagen im Zwiegespräch mit der sich entwickelnden Mikrobiota. Eine weitere Theorie sagt, dann gibt es Veränderungen des normalen Mikrobioms im ersten Lebensjahr, dann kann das zu Fehlentwicklungen des Immunsystems führen und zu gesundheitlichen Störungen später im Leben. Also dieses erste Lebensjahr scheint ganz zentral zu sein. Nochmals dieses Einsammeln von den richtigen Bakterien, vor allem von der Mutter, und dann die Toleranzbildung des Immunsystems. Ja, wir haben euch erkannt, ihr seid so quasi Teil von unserem Körper. Ganz wichtig. Jetzt, wie kommt es aber zu diesen Veränderungen? Das ist die große Frage. Also wie kommt es dazu? Und das scheint etwas zu tun zu haben mit der Art und Weise, wie die Kinder diese Bakterien einsammeln. Ich habe Ihnen vorher gesagt, während der Geburt und unmittelbar nach der Geburt, also in diesen ersten paar Monaten, wird eingesammelt. Die Mikrobiota wird vom Kind so quasi eingesammelt. Und man kennt jetzt eine ganze Reihe von Faktoren, welches dieses Überimpfen von Mutter und Kind stört. Und der erste Faktor sind Antibiotika. Man weiß, dass Antibiotikatherapien ganz am Anfang eines Lebens eines Menschen in den ersten paar Monaten mit diesem Aufbau der neuen Mikrobiota interferiert und die stört, und dann kommt es zu Störungen in der Entwicklung des Immunsystems. Man weiß, dass Kinder, die der Kaiserschnitt zur Welt kommen, ein reduziertes Mikrobiom haben. Das weiß man auch. Das heißt, diese Passage durch den Geburtskanal scheint sehr wichtig zu sein für das Einsammeln von diesen Mikroorganismen. Man weiß, dass übermäßige Hygiene nicht hilft beim Einsammeln. Also zu viel Waschen ist nicht gut. Ich mag mich erinnern, als eines meiner Kinder auf die Welt kam, hat die Hebamme gesagt, nicht zu fest waschen, das ist okay. Ich habe das damals nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich es. Und dann weiß man, dass Flaschennahrung auch nicht hilft. Man weiß, dass beim Stillen der Mutter, das hilft extrem, die Mikrobiota dem Kind zu übergeben. Nicht nur über Hautkontakt, man weiß heute, dass bestimmte Mikrobiota der Mutter über die Muttermilch zum Kind gelangen. Also auch da, das sind eine ganze Reihe von Faktoren. Und irgendwie ist das ein bisschen ein Paradox, weil es sind genau diese medizinischen und hygienischen Errungenschaften der letzten 50 oder 100 Jahre, die offenbar mit diesen Prozessen interferieren und uns irgendwie stören. Ich habe Ihnen noch eine Studie mitgebracht, die finde ich sehr schön. Da geht es in die gleiche Richtung. Das ist eine Studie, da haben Forscher, ich glaube, es ist Forscher aus den USA, haben hunderte von Menschen auf der Erde einfach angeguckt und die haben eine Frage gestellt: Wie groß ist die Vielfalt des Mikrobioms? Man kann diese Anzahl verschiedener Bakterien kann man zählen, und jeder von diesen Punkten hier ist eine Person, die sie angeguckt haben. Über zunehmendes Alter, also sehr junge Kinder angeguckt, dann mittleres Alter bis ins höhere Alter. Und was sie sehr gut sehen, ist, dass
Wir fangen an mit fast keinen Bakterien. Und dann im ersten Jahr explodiert das richtig gehen. Wir erwerben alle diese Bakterien, die Kurve geht hoch und dann fällt sie auf ein Plateau, irgendwo stellt sich auf einen stabilen Wert ein und dieser stabile Wert geht nicht mehr weg bis ins hohe Alter. Das Wichtige an dieser Studie ist aber, dass die Leute verglichen haben, Personen aus verschiedenen Kulturkreisen. Und Sie sehen jetzt, Leute aus Europa haben ein wesentlich geringeres Mikrobiom als Leute aus einer klassischen Agrarkultur in Malawi, in Afrika, oder Leute aus einer klassischen Jäger-Sammler-Kultur, diese Indios hier in Venezuela. Übrigens ein Stamm, der mit der westlichen Kultur praktisch noch überhaupt nicht in Berührung gekommen ist. Dieser Stamm, die Mikrobiota von diesen Leuten, hat bei weitem die höchste Vielfalt überhaupt. Also auch das suggeriert so ein bisschen, dass wir dabei sind, unsere Vielfalt zu verlieren, die Vielfalt der Mikrobiote. Und das führt dann zu einer Theorie, die habe ich versucht hier in diesem Bild darzustellen. Die Theorie heißt die Disappearing Microbiota Theory. Und sie besagt, dass wir mit unserem modernen Lebensgewohnheiten, Medizin vielleicht, wenig Bewegung, einseitige Ernährung und zu viel Hygiene dabei sind, die Vielfalt unserer Mikrobiote zu verlieren und vielleicht ganz bestimmte Schlüsselarten, die wir brauchen, auszurotten. Das führt dann zu Fehlfunktionen des Immunsystems, Fehlfunktionen des Stoffwechsels. Das wiederum hat zur Folge, dass neuartige sogenannte Zivilisationskrankheiten zunehmen. Und ich möchte die letzte Zeit, die ich noch habe, verwenden dazu, um Ihnen zwei Beispiele zu zeigen für solche Prozesse hier. Das erste hat zu tun mit Asthma. Und ich habe das aus der Ausgabe vom 1. Oktober letzten Jahres vom Spiegel Online kopiert. Da heißt es, gesunde Darmflora schützt vor Asthma. Sie wissen, was Asthma ist. Das sind chronisch entzündliche Erkrankungen der Atemwege mit dauerhaft bestehender Überempfindlichkeit. Das heißt, diese Leute sind sehr empfindlich gegen äußere Einflüsse und sie entwickeln immunologische Antworten in der Lunge, die haben Atemprobleme. Die Zahl von Asthmaerkrankungen geht seit etwa 40 Jahren stetig hoch und man weiß nicht genau weshalb. Mittlerweile sind wir so weit, dass jedes zehnte Kind in der Schweiz betroffen ist. Diese Studie bezieht sich, oder der Artikel hier bezieht sich auf eine Studie, auf eine kanadische Studie. Und in dieser kanadischen Studie hat man gefunden, dass wenn, die haben ganz viele Kinder untersucht, haben das Mikrobiom untersucht und dann geguckt, 3, 4, 5, 6 Jahre später, wie hoch ist das Risiko an Asthma zu erkranken. Und die haben gefunden, wenn ganz bestimmte Bakterien im Mikrobiom dieser Kinder fehlen, dann geht das Risiko an Asthma zu erkranken wesentlich hoch, ganz stark hoch. Weiter haben sie gezeigt, wenn sie diese Bakterien nehmen und ins Tiermodell geben, sind es genau die gleichen Bakterien, die die Mäuse gegen asthmaähnliche Symptome schützen. Und somit haben sie eine ganz klare Assoziation hergestellt zwischen diesen Bakterien, die offenbar den Menschen schützen können vor dem, was nachher kommt, vor Asthma. Das zweite Beispiel, das ich Ihnen kurz erläutern möchte, ist ein noch ernsteres Thema, weil da geht es wirklich um Leben und Tod. Es geht um diesen Erreger hier, Clostridium difficile, und der Name ist hier Programm. Das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriger Erreger in den Spitälern heutzutage. Bei gesunden Menschen ein absolut harmloses Darmbakterium. Das lebt in einem Teil von uns, lebt das im Darm. Aber seit einiger Zeit ist das ein häufiger und sehr gefährlicher Krankenhauskeim geworden. Und warum das so ist, das sieht man hier unten sehr gut. Bei normalen Menschen, gesunden Menschen mit normaler Darmflora, also unsere Mikrobiote im Darm, diese Mikrobiote schützt uns sehr gut gegen diese Clostridien-Erreger. Diese Clostridien machen Zellgifte, aber weil sie sich nicht wahnsinnig stark vermehren können im Darm, wegen der Mikrobiote macht uns das in der Regel gar nichts. Also harmloses Darmbakterium. Nach einer Antibiotika-Behandlung aber, wenn wir Antibiotika nehmen, wegen irgendetwas anderem, dann schädigen wir so quasi dieses Mikrobiom im Darm, es wird so quasi ausgerottet und dann können diese Clostridien überhand nehmen und mit ihren Zellgiften können sie dann die Darmzellen und die Darmgewebe sehr stark schädigen. Es kommt zu einer lebensbedrohenden Colitis, eine wirklich ernsthafte Krankheit. Die Mortalitätsrate ist sehr hoch. Der Grund dafür ist auch, dass diese Clostridien-Erreger in der Regel resistent sind gegen die meisten Antibiotika. Sie können die also im Spital fast nicht mehr behandeln. Das heißt, Sie haben hier einen Fall, wo Antibiotika keine Infektion heilen, sondern sie lösen eine Infektion erst recht aus. Also ganz erstaunlich. Mein letztes Bild, das ist der Herr Dr. Newdorp.
ein junger holländischer Internist, ein Arzt. Und der ist berühmt geworden vor ein paar Jahren, weil er eine sehr unorthodoxe neue Methode angewendet hat, um diese Clostridien zu bekämpfen. Der hatte eine Patientin, 81 Jahre alt, die hatte eine Infektion, Antibiotika-Behandlung und dann hatte sie eine C. diff, also eine Clostridium difficile Infektion. Er hat das ganze Arsenal an Antibiotika, das er zur Verfügung hatte, verwendet. Er konnte die Patientin nicht heilen, er konnte sie nicht retten. Und an dem Punkt war es klar, dass die Patientin wahrscheinlich sterben wird. Dann ist er in die Bibliothek gegangen, hat gelesen, hat gefunden, in den 50er Jahren hat man irgendwas Komisches gemacht, unorthodoxe Therapie, und hat gedacht, das will ich versuchen. Und was er versucht hat, ist Stuhltransplantation, Fecal Transplantation. Das ist ganz simpel, man nimmt Stuhl von einem gesunden Mensch, in dem Fall von diesem Arzt hier war es der Sohn, gesunde Sohn von dieser Frau, schlemmt das in einer Salzlösung auf, das macht der Herr Newdorp hier gerade, und dann transferiert man das in den Kranken, in den Patienten. Und die Idee ist, dass man das schützende Mikrobiom ersetzen oder wiederherstellen kann. Der Grund, warum der Herr Newdorp heute als Pionier dieser Methode gilt, ist eben der, dass die Patientin nach 3 Tagen aus dem Spital rausgelaufen ist und sie war vollkommen gesund. Und Sie sehen, das hat dann Presse gegeben, Science Journal, The Promise of Poop. Und da steht, Fecal Transplants offer hope for treating many diseases. Das heißt, diese Methode hat das Potenzial, um eine ganze Reihe vielleicht von Krankheiten zu bekämpfen. Allerdings sagt dieser Pionier dann auch, wir müssen das schon noch ein bisschen besser verstehen. Und natürlich müssen wir, das sieht man jetzt hier auch nicht, wir müssen natürlich von dieser Art von sehr kruden Probiotika müssen wir wegkommen. Wir wollen eine raffiniertere Art von Probiotika. Das Ziel wäre so quasi, dass man einen Cocktail von Bakterien, der uns wieder schützen kann, in einer Pille schlucken kann und dann wieder nach Hause gehen kann und geheilt ist. Sie können alles wieder vergessen, was ich Ihnen gesagt habe. Wenn Sie diese 5 Sachen hier auf diesem Slide behalten, bin ich ganz zufrieden. Der Mensch ist ein Superorganismus, haben wir gelernt, entstanden durch eine enge symbiontische Beziehung mit seiner Mikrobiota. Diese Mikrobiota ist persönlich und sie ist stabil und vom unmittelbaren familiären Umfeld erworben. Also wir kriegen die von unserer Familie und wir geben sie an unsere Kinder weiter. Das Mikrobiom erfüllt ganz wichtige Funktionen. Es liefert Stoffwechselprodukte natürlich, schützt vor Pathogenen, also Schutzfunktion, und es steuert die Entwicklung des Immunsystems, ganz wichtig. Verändert man diese mikrobiellen Gemeinschaften durch Störungen von außen, dann kann das unsere Gesundheit ganz wesentlich beeinträchtigen. Und wir glauben, dass eine ganze Reihe von diesen neuartigen Krankheiten, die sich epidemisch so quasi in unserer Gesellschaft verbreiten, dass das wahrscheinlich der Grund dafür ist. Und dann das Letzte, diese Hypothese vom langsamen Verschwinden. Also unsere Mikrobiote wird ärmer und ärmer. Und dass das vielleicht der Grund sein könnte, warum diese Krankheiten da sind. Herzlichen Dank.